Hi und willkommen bei Kim & Korn. Ich bin Philipp und heute machen wir da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und zwar, heute geht es um das gute Stück hier, den SRS XF Klappschaft von MDT für das ESS Chassis. Ja, dann packen wir es aus. So, wir machen hier auf. Wo geht es denn? Ah, ja, hier. Ja, okay. Was haben wir denn? Einmal Aufkleber, Bepper. Wenn man so will, ein Gutslash auch mit dabei. Ha, nicht schlecht. Nicht schlecht. Für den Preis. Ja, dann haben wir hier Martenschrauben. Muss man mal gucken, ob die irgendwie zur Befestigung sind oder ob das Ersatz ist. Ein bisschen Werkzeug. Ein Imbus ist auch mit dabei. Ich denke, zum Einstellen und Befestigen. Okay. Was das machen wir so. So. Na komm. Ja, und hier haben wir dann unseren MDT Klappschaft für unser Gehäuse. Ja, das hier hat übrigens dieselbe Aufnahme, dieselbe Schnittstelle wie der Feststaft. Wir haben hier die XTN Schnittstelle, wird einfach mittels dieser Schraube am Gehäuse befestigt. Sieht man hier. Genau, und das werden wir gleich sehen, wenn wir es dran machen. Ja, sonst, dieser Schaft ist auch wieder wunderbar mit Cerakot bzw. in Cerakot beschichtet, in derselben Farbe FTE, natürlich wieder schön mit den Schwarzakzenten. Mir fällt jetzt so im ersten Augenblick direkt auf, ich habe hier ein bisschen andere Einstellmöglichkeiten bzw. ja, die Vorrichtung zum Einstellen ist ein bisschen anders. Also zum einen hier hatte ich ja das Rädchen zum Drehen beim Festschaft, ja, mit einer Gewindeschraube in der Mitte, und dann konnte ich die so hoch und runter drehen, und hier sieht es jetzt aus, als müsste ich diese zwei kleinen Schrauben, ja, kann ich auf, ah ja, okay, ja, und dann kann ich mir den so einstellen, wie ich den gerne hätte, auf meine gewünschte Position. Hier habe ich jetzt dafür an der Wangenauflage eher eine glatte Oberfläche als bei dem Festschaft die raue, die mit ein bisschen Musterung drin, ne? Finde ich aber so gar nicht schlecht. Also von dem her, ja, ist jetzt optisch eher ein bisschen was. Aber sonst passt es. Ja, sonst hier hinten haben wir wieder zum Drehen natürlich. Ich kann das hier zustellen, dass sich nichts verstellt. Ich kann das aufdrehen und kann dann mein Schaft dementsprechend hinten an der Schulterstütze wieder verstellen, wie es mir beliebt. Und ich kann natürlich hier hinten auch das Polster selber aus Gummi besteht es hier, wie man sieht, ja, ist jetzt nicht zu hart, nicht zu weich, kann ich auch wieder einstellen, indem ich dann hier diese Schraube löse und es mir dann in die gewünschte Position arretiere. Ja, dann würde ich sagen, ah, nein, Moment, haha, beim anderen haben wir eine Picatinny-Schiene dran, hier unten können wir die uns dran klatschen. Man sieht, wir haben wieder eine kleine M-Block-Schnittstelle dran und somit können wir uns die Picatinny nachher hier wieder dran machen, falls wir das wollen, für, wie gesagt, ein Dorn, ein Einbein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal die Waffe, machen den alten Schaft weg und packen den hier dran. Bis gleich. Ja, dann haben wir hier wieder unser Gewehrchen aus dem letzten Video. Wir gucken nochmal nach der Sicherheit. Ja, das passt, genau. Und dann machen wir den Schaft weg. Dafür brauchen wir hinten, also beziehungsweise den Hinterschaft weg. Dafür brauchen wir einen 3/8 Imbus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier auch so eingefangen bekommen. So, müsste eigentlich passen. Das legen wir jetzt mal hier drunter. Nicht ganz optimal, aber ja. Nicht, dass die Frau uns hier noch aufs Dach geht, weil wir den Tisch verkratzen. So, na komm.
Ist ein bisschen fummelig, weil man hat auch ein bisschen wenig Platz. Aber es müsste schon gehen. So, jetzt hier haben wir es. So, hier sehen wir jetzt unseren Festschaft. Ja, der ist los. Das hier ist unsere XTN-Schnittstelle. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich theoretisch nur noch unseren Klappschaft dran machen. So, dann haben wir hier einmal unseren Festschaft. Den haben wir jetzt abgemacht von unserem Gehäuse. Man sieht hier schön die XTN-Schnittstelle. Der ist echt fest verbaut. Da geht nichts. Wenn das einmal festgeschraubt ist, müsst ihr es wieder abschrauben. Ja, anders könnte da nichts dran rumdeichseln. Ja, aber wir haben jetzt hier unseren Klappschaft ebenfalls mit der XTN-Schnittstelle. Und ja, den wollen wir jetzt gleich mal dran machen, mal zum Vergleich. Wir haben hier den neuen als Klappschaft und hier den alten. Man sieht doch, der neue hat ein bisschen mehr Ausweisung, ist ein bisschen mehr skelettiert. Von der Länge würde ich jetzt sagen, dass der neue durch diese Klappfunktion ein Ticken länger ist. Ja. Und ja, von den Einstellmöglichkeiten sonst eigentlich fast gleich, bis auf hier oben die Verstellung durch dieses Rädchen. Genau. Ja, man sieht hier oben noch sonst die Wangenauflage hier, wie gesagt, ein bisschen gröber. Ja. Und aus Metall meine ich. Ja, und hier eben feiner, ohne irgendwelche große Textur, aber dafür aus Kunststoff. Ja, genau, dann packen wir den weg und wir machen den Klappschaft an unsere Waffe dran. So, wir müssen jetzt hingehen, unseren Klappschaft hier an unser Gehäuse wieder dranbringen, an die XTN-Schnittstelle. Und dazu brauchen wir jetzt hier das beigelieferte Tool, den Imbus. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das am blödsten machen. Wir drehen die ganze Geschichte jetzt mal, würde ich sagen. So. Ich nehme jetzt einfach den Karton wieder. Passt perfekt von der Höhe. Und dann gehe ich einfach nur hin. Ja, und setze den an. Dann gehen wir noch ein Stückchen rüber, dass ihr noch ein bisschen mehr seht. Oder ich mache das so. Und dann setzen wir den einfach an. Gehen wir hier hinten rein. So, hier hinten gehen wir rein mit unserem Tool. Und dann können wir den ganz einfach hier hinten ansetzen. An der Schraube ist auch schon Loctite dran. So, jetzt ziehen wir das ganze Ding mal handfest an. Warst du schon? So, noch ein bisschen was sehen, das wäre natürlich von Vorteil, gell? So. So, so reicht das erstmal. Der Klappschaft ist dran. Ja, Hammer, erfolgreich befestigt. Und dann gucken wir uns die ganze Sache jetzt doch mal an. Passt mal auf, ich klappe den jetzt gerade mal auf. So, zack. Und ja, so sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Ja, ist ein bisschen anders, muss man schon sagen. Also, weiß nicht, ob es dran liegt, weil der mehr skelettiert ist, beziehungsweise ein bisschen weniger Material dran ist. Das kommt mir irgendwie ein bisschen nackiger vor.
Ja, nein, klar, die Schiene ist unten noch nicht dran, aber das tut dem Ding ja keinen Abbruch. Aber ich meine, ist schon ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen niedriger auch. Ja, also das sieht man schon. Doch, auf jeden Fall, genau. Jetzt gucken wir mal, funktioniert er auch so, wie er soll. Dazu haben wir hier hinten einen Druckknopf, den drücken wir und dann können wir den Schaft einfach umklappen, ja, halten den weiter gedrückt und somit können wir hier unten den Schaft komplett anliegen an die Waffe. Man sieht auch schön, der Kammerstängel geht hier schön durch die Aussparung durch. Ja, da stößt nichts an, da klemmt nichts, da funktioniert alles so, wie es soll. Und ja, wir haben hier eine Zwei-Wege-Verriegelung. Einmal habt ihr gesehen, wenn der Schaft ausgefahren ist, ausgeklappt ist, ja, und einmal jetzt, wenn er zusammengeklappt ist, da bewegt sich nur minimalst was, ja, vom Gelenk her natürlich das Spiel, aber sonst bleibt er hier, wo er sein soll. Also der geht euch nicht einfach auf und zu. Zum Aufmachen habt ihr hier in der Mitte auch wieder einen Druckknopf, da drückt er einfach drauf und dann lässt er sich ganz geschmeidig aufklappen. Und das war's dann auch schon. Ja. Jetzt drehen wir mal um, dass ihr den Mechanismus bzw. den Knopf auch mal seht. Den Mechanismus seht ihr ja hier schon. Und jetzt haben wir hier diesen besagten Knopf, den drückt ihr einfach ein, könnt ihn aufklappen und drückt ihn dann wiederholt und klappt den Schaft gerade ans Gehäuse dran. Und das war's dann auch schon. Ja, und zum Öffnen habt ihr hier diesen Knopf. Mal gucken, ob man es sieht. Wird jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Ja. Und dann öffnet ihr die ganze Geschichte einfach, indem ihr den Knopf hier drückt und einfach den Schaft aufklappt. So, Schaft erfolgreich getauscht. Ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben oder noch besser, lasst ein Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Dies soll es von mir gewesen sein für heute. Ich wünsche euch gut Schuss, bleibt gesund. Euer Philipp von Kim & Korn. Bis bald.